Das war die letzte Jonas Tagebuchseite, oder? Kann das sein? Dreiläufige Steinschuss Schlosspistolen. Kette der Würdigen. Okay. So. Dann gehen wir jetzt zu der Kiste, aber dann erstmal nach rechts. Können wir nicht Freunde sein? Der Braum. Er ist so ein Lieber. Müssen wir einfach gern haben. So, du machst auch mal Heilung auf dich. Du machst einen Verschwindibus. So, und dann erstmal die Fledermaus weg, glaube ich. Wer ist noch auf der Liste? Süß. Ja, tschüss, Fledermaus. Ein Hitpoint! Die hat noch einen Hitpoint. Okay, die ist geil. Das ist ja fast langweilig gerade mit den beiden hier. Tötet sie alle. Du bist geistig anwesend. No. Aufgestiegen, Ari. Sehr schön. Kugel der Täuschung. Arkaner Schutz. Ja, Arkaner Schutz ist gut. Das ist schon wieder so ein Ding. Ich hab kaum noch Mana. Naja gut, gegen die komme ich auch so klar. Was kosten das? 20. Ich hab noch genau 20. Ja komm, das muss aber sein. Ich will dich blähen. Er hat noch 40. Ein Schild muss drin sein. Die hat noch genug. Du würdest mir helfen? Hab ich gebraucht. Den in der Mitte, den macht die Kleine platt. Elf Hitpoints, Alter. Schild hält. Ich sehe rot. Na komm, dann befreie ich dich mal von deinen 11 Hitpoints.
ist noch auf der Liste. Tschö. Das erinnert mich an eine Geschichte. Jetzt muss ich aufpassen, wenn ich aus dem Kampf komme. Wegen der Statue. Alter. Genau, wir wollten hier hoch, gell? Ja. Warte mal, ich muss eh nochmal Tränke nehmen. Strahlender Trank war das, wo man beides kriegt, gell? Ja. Gut. Augenblick. Ich spüre etwas. Verborgene Tricks und Fallen, aber nichts versteckt sich vor meiner Kugel. Ach du Scheiße, okay. Ah, die Schweine hier, guck dir das. Komm ich da durch? Wo sind wir denn hier jetzt gerade? In der Ecke, okay. So. Dann behalte ich die jetzt mal. Weil wenn mich befolgt. Komm, dreh dich mal weiter jetzt da oben. Scheiß Statue mag sich nicht weiter drehen. Ist doch scheiße jetzt. Da liegt noch ein Buch. Ich muss nochmal Heiltränke nehmen. Führt keinen Weg dran vorbei. Sonst speichern kann ich doch. Ich kann sogar speichern, aber ich speichere nicht auf dem, sondern auf dem hier. Inventar, Tränke. Gruppenheiltrank. Nochmal Heiltränke nehmen, ey. Das gibt's doch nicht. Was ist denn das für ein blödes Ding da? So, hier war irgendwo noch ein. Bin ich ja wieder vorbeigelatscht. Ein Glück habe ich genug Heiltränke, aber ich muss ja alles sammeln. So! Auf ein neues! Welcher war das jetzt? Jetzt kann ich auf den hier auch wieder drauf speichern. Okay, das war cool.
Warte mal gerade, bevor der... Ich muss jetzt an ihm vorbei praktisch. Okay. Viel Glück und viel Spaß. Er ist der Knaller. So, mach mal ein Schild, komm. Aber nicht. Ich mach erstmal die dicke Spinne, würde ich sagen. Aua! Nahe ertrunken. Easy. Wer ist denn in der Heilung drin? Wo die Kackspinne? Ausgeweidet. So, dann würde ich sagen, machen wir die Kleine. Ja. 110. Genau das will ich sehen. Ja, komm hier, Schildbruch. Deine Eingeweide an. Von einem Baum? So. Das letzte, was du siehst, ist ein großes Schild. Der Preis ist bezahlt. Nach oben muss ich. Ich um meine Orientierung. Mein Tagebuch von Elia, 6¾ Jahre alt. Liebes Tagebuch. Warte mal. Ja, das machen wir anders. Liebes Tagebuch. Heute habe ich eine echte Prinzessin gesehen. Sie war groß und hübsch und trug eine Rüstung und einen spitzen Speer, der sogar größer als Onkel war. Papa hat mich reingeschickt und mir gesagt, ich soll die Tür zumachen, aber ich wollte doch die Prinzessin sehen und von meinem Fenster aus konnte ich sie nicht sehen. Also habe ich nicht die Tür, sondern das Fenster aufgemacht und bin die Ranken heruntergeklettert. Aber dabei habe ich meine Schuhe verloren. Dann habe ich ein paar der größten roten Blumen aus Papas Garten gepflückt, die ich finden konnte und habe mich zu der Dame geschlichen, als die anderen über die kranke Frau sprachen. Dann sind alle sauer geworden. Dabei wollte ich ihr doch nur die Blumen geben. Und dann bin ich innen gefallen und die Blumen haben an meinem Rücken geklebt und ich kam nicht mehr an sie ran. Und alle schrien mich an und ich bin weggelaufen. Papa sagt, ich habe Hausarrest. Ja, warum nicht? Aua! Aua! Das ist eins der Gewölbe. Ich habe von ihrer Schönheit in Erzählungen gehört. Sie so zu sehen, ist entmutigend. Dass eins intakt geblieben ist, ist erstaunlich. Die Zerstörung hat ihrem Namen alle Ehre gemacht. Bleibt die Frage, ob wir es öffnen können. Was für eine hübsche Tür.
Ich liebe hübsche Türen. Okay. Es gibt immer einen Weg hinein. Sehen wir uns um. Ich nehme mal an, dass da noch zwei Steine fehlen, oder? Der Nebel ist voller Geister, die während der Zerstörung starben. Und er trägt den Atem ihres Verlusts, ihre Verzweiflung. Das ergibt Sinn. Nichts ist kälter als das Gefühl der Niederlage. Hallo, wo seid ihr? Oh, neue Mana-Tränke, sehr cool. Jonats Tagebuch, 9 von 9. Ach, guck an. Nee, das ist ein Rätsel. Diese Zeichen. Irgendwie kommen sie mir bekannt vor. Kannst du ihre Bedeutung entziffern? Ich habe so viele Erinnerungen in meinem Kopf. So viele Leben. Ich kann fühlen, wie etwas nach mir greift. Geister? Sprechen sie zu dir? Nein. In diesen Steinen hallt eine Erinnerung wieder. Ich kann sie nicht sehen, aber fühlen. Vielleicht finde ich hier wirklich Antworten. So, wir gucken mal gerade. Muss das genauso aussehen wie hier oben wahrscheinlich, oder? Das sind drei in einer Reihe. Davon die unteren zwei und der gegenüber. Muss ich hier unten gerade mal gucken. Ich kann aber nur die zwei drehen. So. So, ab in den Tempel. Gewölbe der gesegneten Inseln. Gibt's hier oben noch irgendwas? Was ist denn mit der Tür da? Aber das ist... Nee. Okay. Muss ich wohl hier runter? Kann ich sie jetzt weg? Nee. Mist. Hätten wir sie doch beinahe übersehen. So, da ist wieder ein Teleporter in der Mitte. Und im ersten Raum rechts ist eine Kiste.